Autsch. Morgen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum Mind Faction 2 Ersatz. Und zwar spiele ich zusammen mit dem Panossa Magic World 2. Hallo. Alter, das war mega knapp. Wir sind hier nicht mit Game Mode hochgekommen. Nein, wir sind hier oben gespawnt. Ja. Apropos, ich sehe da hinten ein Dorf. Ich glaube, das sind Fahrländershäuser, aber man kann ja mal hingehen. Ja, auf jeden Fall habe ich nur einen Kopfhörer am Ohr. Das ist eigentlich dumm. So, jetzt habe ich den anderen auch im Ohr. Wir spielen übrigens auf einem Server zur Verfügung gestellt von Adanos. Ihr seid super, dankeschön. Das ging mega schnell. Und wir haben uns kurzfristig dazu entschieden, das hier... Ist einfach runtergesprungen. Ja, ich habe vergessen, dass ich Sprinten angeschaltet habe. Wir haben uns dazu entschieden, ja, kurzfristig einfach Modpack zu spielen, weil er Abi hat und ich Abschlussprüfung und wir nehmen halt auch mehrere Sachen, mehrere Folgen am Stück auf. Was ist das für ein Fahrländers? Er macht geile Geräusche. Ja. Solange keiner mit einem Schwert auf dich zukommt, ist das schon okay. Die anderen sind alle okay. Oh Gott, wie laut die sind. Ah, warte, Sounds. Ich muss auch gerade Sound erstmal. Achso, hallo von mir übrigens auch. Hi. Ich hab mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Panossa und das hier ist Papier-LP. Ah. Mach das mal, weil ich muss kurz dich ein bisschen leiser stellen, merke ich gerade. Lol. Erzähl das erste Mal, dass mich jemand leiser stellen muss, einfach. Nur verstehe ich so gerade nicht, wo ich das kann. In Discord? Ja. Du gehst einfach auf meinen Namen. Also. Ja. Okay. Ja, ihr müsst wissen, ich hab dem Alex da gerade Discord näher gebracht. Also, wir reden gerade über Discord. Könnte man eventuell daran erkennen, dass ich vielleicht eine bessere Sprachqualität habe als in den anderen Aufnahmen bei ihm? Oh, guck mal, das ist ein Baby. Oh. Ich will. Was ist, wenn ich die schlage? Ich würde es nicht probieren. Mann, ich will diese Werkbank hier abbauen. Pack mich nicht ab, Alter. Ups, ich habe ihn geschlagen. Aber es ist nichts passiert. Ja. Yes, gratis Werkbank. So, ich hätte doch gesagt, wir nehmen die Bücherregal hier mit. Warte, hier ist eine Schmiede. Ja, guck du mal. Wir spielen auf easy. Vielleicht. Oh, Alter, das Geräusch, das packt einen so ab, Alter. Ah, da kommen die Bücher. Ah, nee, komm, die nehmen wir alle mit. Ja, ich habe Resistance bekommen. Was? Ach lol! Die Chestplate gibt mir Resistance. Hier übrigens die andere. Hier, da, nimm. Was, da waren zwei Stück dran? Ja, oh, warte. Oh, eigentlich. Nehmen wir auch die Öfen mit? Warte mal, ich habe hier ein bisschen Holz dabei. Ja, komm, wir machen mal so Standardausrüstung. Weil ich hätte beinahe eine Werkbank gebaut, ne? Ist doch richtig dumm. Ich hab doch hier Werkbank. Ja, ich brauche halt selbst generell mal Holz. Holz hätte ich hier auch geben können noch. Hab noch ein bisschen übrig. Ansonsten, ich spiele mit dem Zoatex Fanver in der Modded Edition. Ja, ich auch. Das sind so die einzigen Packs, die es gibt. Es gibt ja noch Zoatex, es gibt ja noch Specs, aber das ist mittlerweile so ausgelutscht. Wie die Muschi deiner Mutti. Okay. Ich gehe mal Stein suchen. Unser Ziel ist. Ich muss kurz nochmal meine Controls umstellen. Wo ist dieses scheiß Ney? Sword Key. Ach, fick dich. Nein, weg. Ah. Also, wir haben ein Ziel. Mal gucken, was wir so machen in der Zeit. Ey, dieses Geräusch, das fuckt ab, ne? Also, es ist langsam. Ich sammle ein bisschen Stein für dich mit. Mach übrigens mal auf Recipe Mode bei Not Enough Items, bevor du dir Sachen tausendfach cheatest. Nee, ich bin ja kein OP. Achso. Ah, ja, aber generell regt das halt auf, wenn man da draufklickt und man bekommt irgendwie ein Stack Pseudo-Items statt das Crafting-Rezept angezeigt. So, das geht? Ja, kannst du es auf Recipe-Mode stellen und wenn du dann auf ein Item klickst, dann wird dir das Rezept angezeigt. Hier hast du ein paar Steine. Okay, danke. Habe ich mir ein Holzschwert gebaut, da kann man jetzt schon ein Steinschwert bauen. Naja. Okay, es wird Nacht. Hier gibt es keine Betten, oder? Nee. Das ist ein Problem. Da hinten ist dann noch ein Dorf oder geht es da weiter? Ich glaube, das geht da weiter, aber das ist ein bisschen weiter weg.
Wir können mal gucken, ob es da noch mal eine Schmiede gibt. Allerdings habe ich kein Dings, kein Essen. Ja, ich habe auch nur, also ich hab 4 Hungerbalken weggenommen bekommen. Hier ist keine Schmiede. Oder ist es? Nee, jetzt kein. Hier ist aber so ein Turm. Oh, hier ist Weizen und hier gibt's auch Melonen. Was ist Melone? Oh, wir haben Melonensamen. Nice. Und Grape Seeds, Snowball Seeds, Chili Seeds. Alter, hier ist jede Menge. Also die Sachen von Food Plus brauchst du nicht, also Chili Seeds zum Beispiel. Das was brauche ich nicht? Das ist vom Food Plus Mod. Die Chili Seeds. Nee, Magic Crops. Achso, Magical Crops. Ja, ist auch unnötig. Und Kartoffeln und Karotten, Alter, bei uns läuft. Stell mal einen Ofen auf. So, Chili hast du gesagt, brauche ich nicht. So. Ich pack uns mal ein Brot. Ja, der macht Alter. Nichts. Der macht nichts. Kann ich da reingehen? Ja. Oh. Wenn du Schaden bekommen willst. Hä? Nee, der zieht dir Mana ab, wenn du Mana hast. Aber ansonsten macht er halt kaum Schaden. Oh, guck mal, da ist ein alter. Ein alter Fahrländer, süß. Ja, bei dem kann man handeln. Ach, süß. 12 Rubinen gegen eine Jukebox. Oh, das, den will ich nach Hause, da darf ich den mitnehmen. Den würde ich einfach in die Butze stellen, ey. Was ist das hier noch so? Ah, Chili Seeds weg. Rauben sie aus, aber sie sind trotzdem nett zu uns. Hast du noch Weizen? Oh, pass auf, da ist ein Skelett. Ah, fuck. Easy geraggt. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Ja, ich habe gerade das Brot gegessen, was ich mir gemacht habe. Warte, ich hol mal kurz die Kuh da hinten. Ich habe Erdbeersamen habe ich. Ich habe einen Arcane Stone. Aber warte, ich kann den paar brauchst du gerade nicht, aber ich würde den mal sammeln. Ich kann ein paar Kartoffeln mal. Ja, ich habe gerade ein bisschen Fleisch gesammelt. Achso, da sind Kartoffeln, dann mache ich hier das Fleisch rein. Ich nehme mal noch ein bisschen Brennholz. Eigentlich wäre eine gute Idee dann irgendwie an Wolle, dass wir mal zumindest ein Bett haben. Oh, ich gönne mal kurz das Steak hier. Kann ich jetzt wenigstens wieder full raggen? Ah, ich hasse das, dass ich die Hotkeys von der 1.7 nicht habe. Ja. Oh, hier ist ein Fanmade Enderman. Ich liebe diesen. Ey, komm mal her. Komm mal her. Was ist da? Aua. Komm her. Warte, nicht töten, nicht töten. Hör dir die Geräusche an. Alter. Ich habe die in meinem normalen Texture Pack von der Minecraft 1.7 habe ich die reingepackt. Ah. Die geben übrigens viele Enderperlen normalerweise. Also ich würde die killen. Blaubeeren. Alter, wie viele Fanmade Endermen gibt's denn hier? Blaubeeren heilen praktisch nichts und bringen dir kaum was. Bringen Essen. Vielleicht. Ja, aber deine Saturation ist dann richtig kacke. Das heißt, du bekommst sofort wieder Hunger. Ja, egal. Kann man vielleicht auch mal irgendwie benutzen. Irgendwas. Hast du die Werkbank eigentlich mitgenommen? Ja, und ich sterbe gerade gegen Farland. Ah, fuck. Hier sind so viele Fanmade Endermen. Ah. Warte, ich komme, ich helfe dir. Komm mir entgegen. Ja. Aua. Geh weg. Oh, ich bin tot. LOL! Der Typ, der uns beschützen wollte, hat mich gekillt. Läuft. Kannst du mir die Koordinaten sagen? Ich weiß nicht mehr, wo wir langgelaufen sind. Ja. Ich geh mal kurz irgendwo hin, wo ich möglicherweise ein bisschen sicher bin. Ja doch, ich weiß schon, wo das ist. Passt schon. Oh, hier ist Kohle. Hab ich ein volles Inventar. Resistance. Eis. Neue Brustplatte für mich. Oh, hier ist auch Eisen. Ich wurde übrigens dann nicht mehr angegriffen, ne? Also ich bin weggekommen, habe auch eine Enderpearl und irgendwas aufgesammelt von dir. Ja, das ist klar. Nie mehr wäre vielleicht noch ganz nützlich. Oh fuck, nein! Hier ist ein Endergolem. Ah. Junge, was ist das für eine erste? Na, wo bist du? Ich bin immer noch bei dem Dorf. Und ja, warte, ich geh da mal. Ich geh mal zu dem zweiten Dorf. Alter, was geht mit dieser Nacht? Hier hinten. Guck mal. Hier, links von dir. Ach da. Oh. Alter. Ja, das hattest du dann auch noch. Das hättest du in den Ofen schmeißen können. Schuhe hattest du, glaube ich, noch.
Ich kam nicht dazu, das in den Ofen zu schmeißen. Ich hab übrigens Kohle und Fackeln jetzt gemacht. Achtung, Fanmade Enderman verfolgt dich. Ja, ja. Alles gut. Den tötest du gerade einfach. Ja. Die geben Enderperlen. Diese Geräusche, Mann. Aber es ist sehr gut. Jetzt die, schon. Ich erkläre dir mal kurz die Enderman. Enderman mit blauen Augen sind Fanmade Enderman. Die verfolgen dich. Also, die haben im Prinzip die Eigenschaft. Sorry, greifen sich Fahrländer gegenseitig an. Ja, das sind verschiedene Arten. Ender und Looter. Der Looter klaut dein Schwert. So. Das solltest du dir merken. Okay. Das sind die, die ohne Sachen angreifen. Lass mir hier unten ein bisschen. Okay, jetzt nicht viel, aber was. Ember, okay. Ember brauchst du nicht. Nee, das weiß ich mittlerweile auch, da ist Eisen. Bau du mal ab. Jetzt noch mehr Eisen. Achso, warte, dann kann ich mal kurz weiter erklären. Also, Fanmade Enderman haben die Eigenschaften von dem Enderman, die sich Fans gewünscht haben. So. Und zwar, sie verfolgen dich. Wenn du die anguckst, dann passiert nichts. Du kannst sie dann auch töten, die wehren sich kaum. Aber wenn du wegguckst, dann teleportieren sie sich direkt in dich, schlagen dich und teleportieren sich weg. Oh, und machen diese creepy Geräusche. Vor allem, ich habe tausende von Samen, Alter. Erdbeer, Snowball, Grape, also Trauben. Ah, das ist nochmal Chili. Also die Trauben kannst du wegschmeißen und die Sachen von Animal Crops auch. Animal Crops? Animal Crops, Dings. Magical Crops? Magical Crops, ja. Also auch Sweet Corn und. Ja, ja. Erdbeeren. Das bringt alles nichts. Witchery, Melonsamen. Witchery kannst du behalten. Kürbissamen. Jetzt habe ich schon wieder kein Essen mehr. Lass mal in irgendein Haus chillen. Ja, irgendwie hier diese. Nicht diesen Enderman hier angucken, aber wenn du so nach unten guckst, siehst du, der hat grüne Augen. Das ist der sogenannte Classic Enderman. Das ist die allererste Version des Endermans, die es gibt. Die ist einfach stärker. Also genau der normale Enderman, nur halt stärker und so komische Leuchteffekte um ihn herum. So, lass mal in das Haus, also in das größere hier gehen. Ich glaube, der Zombie verfolgt uns. Naja. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Du hast beide Öfen, ja. Okay. Ich habe noch Kartoffeln, aber ich glaube, wir sollten uns noch ein paar aufheben, wenn wir welche anpflanzen wollen dann. Das heißt, wir suchen uns dann gleich, wenn Tag ist, mal erstmal die Möglichkeit, vielleicht Betten oder sowas zu machen. Kann man die aus Leder irgendwie, aus Rottenflesh Leder oder so gewinnen? Ja, ich glaube schon. Durch Öfen vielleicht. Ach, Leder, wir brauchen ja Wolle. Bin auch ja. Blöd. Das kannst du mit Strings machen, wenn du welche hast. Halt Maul, Opa! Entweder kommst du rein oder raus. Hast du eine Axt von mir aufgesammelt? Ja. Oder kannst du mir Holz geben? Ich habe eine Wolle übrigens auf dem Weg gesammelt. Da hat irgend so ein Fahrländer gerade ein Schaf gekillt und ich habe ihm den Loot geklaut. Ach, es sind sogar zwei Opas hier. Also was handelt der so? Ah, das ist genau der, den ich vorhin auch schon hatte. Der hier? Ah, die handeln ja alle das gleiche, das ist ja langweilig. Ja, deren Angebote sind auch praktisch nie gut. Okay, es wird wieder Tag. Ja, wir könnten im Prinzip gehen. Willst du da noch irgendwas von mitnehmen? Von den Zeug hier? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da drin war. Ja, die Öfen auf jeden Fall. Oh, Junge, diese. Opas, Alter. Ja. Ich nehme einfach alles mit. Wieso auch nicht? Mal, aber ich habe keine Axt. So, ich bräuchte mal Essen. Ich habe wieder nur noch zwei Hungerkeulen. Ja. Ich habe noch Steaks, habe ich noch. Ach ja, fliegende Enderman heißen die entweder Mystic Enderman oder Mystical. Mystic Ender. Oh fuck. Yep. Mystic Enderman oder Mystic Ender Minion. Mystic Ender Minion greift dich normal an, das ist nicht so schlimm. Aber Mystic Enderman, der ist richtig krass. Wenn du den angreifst, bekommst du meist Übelkeit, wirst mit Sand und Kies überschüttet und sämtliche anderen Sachen. Okay, lass mal weitergehen. Geht doch. Jetzt kann ich endlich wieder sprinten. Boah, ich fühle mich wie in der 1.7. Ich bekomme so schnell Hunger. Lass mal links. Sind Schweine. Ja, genau. Schweine schlachten. Oder beziehungsweise ist hier eine... Oh, lol. Hier ist eine Schlucht. Erstmal fast reinrennen. Ich würde sagen, wir gehen da. Oh, runter, da sind Rubine. Ja, ich würde sagen... Ja, ach so, direkt sogar weit oben.
jetzt sogar. Kommst du jetzt her hier? Ich hätte sogar jetzt favorisiert. Achso, Rubine halt bringen uns aber nichts. Ich? Kannst du Waffen rausbauen? Nee, das ist nur mit Project Red. Das ist hier nicht drin. Hier ist Eisen unter Wasser. Ich sammle mal kurz weiter Schweine. Alter, wie viele Schweine hier sind hier bitte? Oh, da hinten ist so ein Endergolem.